Wir und alle zusammen, ich bin's wieder, Kesunai Hara, immer mein Let's Play von Phoenix Wright Ace Attorney. Und wir erinnern uns, wir haben Episode 2 begonnen und erstmal diese kleine Tittenmaus mal so richtig durchgenommen. Ja, wortwörtlich. Nee, Quatsch. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. So pervers sind wir nicht. So, jetzt wollen wir anfangen. Weiter. Wandel der Schwestern, Tag 2, Ermittlungen. Jo, ich dachte mir, ich mache jetzt mal schnell diese Aufnahme, bevor, ja, bevor ich wieder keine Zeit finde. Also lieber so schnell wie möglich hinter uns bringen und ja. So, 7. September, 15:11 Uhr, Straf an Straf. Straf an Straf. Genau. Straf an Straf. Na, 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 na. What, 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 what? Strafanstalt. Besucherraum. So soll's rum sein. Tittenmaus. Ich habe nicht erwartet, dass ich in diesem düsteren Dach Besuch bekommen würde. Das ist wirklich bewegend. Nein! Sie stinkender Anwalt! Gehen Sie zum Teufel! Vorher hat sie mir besser gefallen. Sie sind hier, um sich lustig zu machen. Ja? Lachen Sie nur über die gestürzte Frau Mary. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Leider bin ich nicht gewillt, Fragen zu beantworten. Haben Sie noch nicht genug gefragt, Sie Stachelkopf? Wow, beste Beleidigung ever. Autsch, das hat gesessen. Ich bitte Sie, Sie machen ja sogar dem Wachmann Angst. Na, was wollen Sie denn von mir wissen? Zunächst einmal, warum sind Sie so absolut durchgeknallt sind? Warum Sie so absolut durchgeknallt sind, meine ich. Ich kann nicht lesen. Ich bin zu blöd dazu. So, wir können ja noch mal versuchen, mit der zu quatschen. Was den Mann angeht, mit dem Sie auf dem Hotelzimmer waren. Können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo finde ich ihn? Kommen Sie schon. Vergessen Sie es, Süßer. Gleich, wenn ich etwas hätte, das Sie zum Reden bringen würde. Ja, also für dazu bringt nichts. Warum haben Sie Mias Telefon verwanzt? Oh, wenn Sie das sagen, klingt das so kalt, so kriminell. Nun, ein fremdes Telefon abzuhören ist eine Straftat, Frau May. Oh, ich schätze, das haben Sie auf der Anwaltsschule gelernt, Kriecher! Mit dieser Frau kann man nicht reden. Das stimmt. Einfach nur just for the lulz. Nochmal das, auch wenn wir wissen, wir beißen ja uns an ihr die Zähne wieder aus. Sagen Sie, warum sind Sie so aufgebracht? Ich meine, Sie sehen nicht wie ein böser Mensch aus. Jetzt reicht es mir! Wie kriecherischer, Dreck? Ich weiß nicht. Hat sie nur was gegen Anwälte? Oder nur speziell gegen mich? Ich würde sagen, das Zweite. So, Phoenix hat ja eben erwähnt, wenn wir ihr was zeigen, könnten wir sie zum Reden bringen. Problem ist, wir haben nichts, was wir ihr zeigen würden. Also wenn wir was machen, dann würde sie nur so sagen, von wegen, wie war das nochmal? Ja, von wegen, sie gehen mir auf die Nerven. Und ich halte nichts von ihnen. Ja, so ungefähr war das. So, was wollen wir denn? Ich würde mal sagen, wo gehen wir als erstes hin? Starten wir nochmal den Tatort kurz einen Besuch ab. 7. September, Anwaltskanzlei Fay und Partner. Anscheinend hat sich die Spurensicherung den Tag freigenommen. Inspektor Gamschuh ist nicht zu sehen. Die Polizei hat hier ganze Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass hier noch brauchbare Hinweise zu finden sind. Naja, es kann nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Jo, nur jetzt im Moment wird uns das wahrscheinlich nicht viel bringen. Nur da hinten.
Hier, dieses Regal wird nochmal wichtig, aber jetzt im Moment glaube ich nicht, soweit ich weiß, ne? Okay, Hotel Gatewater. 7. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Ah, herzlich willkommen, mein Herr. Beeindruckende Vorstellung heute, wenn ich das anmerken dürfte. Oh, danke. Tut mir leid, dass ich Sie so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, nein, überhaupt nicht, mein Herr. Ihre heutigen Bemühungen werden dem Ruf des Gatewater sehr zuträglich sein. Hä? Ruf? Ja, wir werden als das Hotel bekannt, in dem der Mörder eine Wanze versteckte. Wir können einen Aufschlag für das Zimmer verlangen. Ist gut fürs Geschäft, mein Herr. Wow! Frau May wurde nicht des Mordes angeklagt. Auch ich werde berühmt werden. Der Page, der dem Mörder Eiskaffee brachte. Warum habe ich das Gefühl, als steckten wir im selben bösen Traum? So, Sie sind unser Ehrengast. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie etwas wünschen. Jo, dann wollen wir mal hier mit diesem durchgedrehten Fatzke von Pagen quatschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist komisch. Zu Frau May. Ach, Sie? Mein Herr, ich will ja nicht angeben, aber als ich Sie sah, wusste ich. Sie würde es tun, sagte ich. Würde was tun? Langsam glaube ich, der Typ hier ist der Hauptverdächtige. Natürlich, Killerpage. Oh, bevor wir zu diesem Thema kommen, also Mann bei May, zuerst mal das Hotel abfragen. Könnten Sie mir etwas über dieses Hotel erzählen? Aber gern. Und zu diesem Thema habe ich eine vorzügliche Idee. Derzeit ist dieses Hotel als das Gatewater bekannt. Ich schlage vor, dass wir einen Untertitel hinzufügen. Ein Untertitel? Das Hotel Gatewater. Eine Mordsresidenz. Nun, was denken Sie? Klingt toll. Was auch immer du im Tee hast. Ich würde sagen, Wodka vermischt mit LSD. Könnte sein. Ah, ich spüre schon seit heute Morgen, wie mir so der Hals kratzt. Ein Schluck Wodka wäre jetzt schon nicht schlecht. Aber nur für die Halsschmerzenbekämpfung. Sonst nicht zu besaufen, Nana. Ich wollte Sie nach dem Mann fragen, mit dem Frau May zusammen hier war. Ach ja, er schien mir ein echter Ladykiller zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich wusste es in dem Moment, als ich ihn sah, mein Herr. Er und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. An uns haftet der Geruch von Gefahr. Da sind wir mal einer Meinung, Sie Psychopage. Wenn Sie ein Foto von diesem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Ein Foto? So, ohne Foto können wir also nichts Großartiges machen, ne? Auch zur Anwaltskanzlei Großberg. 7. September, Anwaltskanzlei Großberg. Und wir sehen dieses ach so heiß geliebte Bild von dem Großberg. Ist weg! Ja, nicht klar. Hui, sieht aus, als wäre Grußberg heute nicht da. Wieder mal. Vielleicht geht er mir aus irgendeinem Grund aus dem Weg. So, dann wollen wir mal untersuchen. Erstmal. Ein Moment mal. Hing da nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja, auf dem Bild sah man. What the fuck? Ja, so selbstverliebt ist der Marvin, ne? Sonnenblumen, ne. Ne. Es war ein Fischer. Nicht wahr? Es war jedenfalls nicht sehr einprägsam. Whatever. War auch nicht so wichtig, das anzuklicken. Nur mal so angemerkt. Was ist das? Alte Fotos? Hier liegen zwei herum. Da ist was mit Bleistift auf die Rückseiten geschrieben. Fall DL6, Beweisstück A, Fall DL6, Beweisstück B. Sehen wir uns das mal an. So, ich glaube,
A bringt uns erstmal noch gar nichts. Ich glaube, B war das richtige Foto, das, was wir brauchen. Fratze! Warum sollte Großberg ein Foto von diesem Mann besitzen? Pinke Fritterheu! Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich nehme es erstmal mit. Ich leihe es nur aus. Ich bringe es später zurück. Natürlich. Foto heimlich zur Gerichtsakte hinzugefügt. Och, schön. Wenn wir alles heimlich machen. So, zurück zum Hotel Gatewater und zeigen wir unserem Freundchen das Foto von dieser pinken Fritze. Sehen Sie sich dieses Foto an. Das ist er, Inspektor. Ich bin der Anwalt. Ja, weiß ich doch. Ich wollte nur einmal Inspektor sagen. Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Kein Zweifel. Das ist der Mann, der mit Frau April May eincheckte. Wie wär's? Soll ich eine Erklärung abgeben, dass er es ist? Eine Erklärung? Dieser Kerl ist viel zu begeistert von dem Zeug. Er soll es aufschreiben. Das brauchen wir nochmal. Genauer gesagt, gleich im nächsten Moment. Nun, sicher, warum nicht? Ja, ich wollte schon immer eine Erklärung abgeben, mein Herr. Ab sofort bin ich bekannt als der Page, der die Erklärung abgab. Beeilen Sie sich mit dem Schreiben! Was ist das bitte für ein Untertitel? Der Page, der die Erklärung abgab. Pff, komischer Fatzke. Erklärung des Pagen. Nicht einmal Frau May kann sich jetzt noch dumm stellen. Richtig, Phoenix hat's gesagt. Wir brauchen diese Erklärung jetzt nämlich bei Frau May. Sie schon wieder! Ist Verduften Sie so schwer zu verstehen? Hey, der einzige Grund, warum ich zurück bin, ist Ihre Weigerung zu kooperieren. Oh, also ist das jetzt meine Schuld, oder wie? Sie haben nicht nur einen Stachelkopf, sondern auch ein dorniges Herz. Das reicht. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, rasiere ich mir den Schädel. Nein, Phoenix, mach das nicht! Spinnst du jetzt komplett? So, Erklärung des Pagen vorzeigen, damit sie endlich mal die Schnauze hält. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Er erzählte mir von dem Mann, der mit ihnen eincheckte. Er sagte uns, wer es war. Jetzt komme ich voran. Sollen wir sie noch ein bisschen ärgern? Oh Gott, erstmal einen Schluck saufen. Zur Vorbereitung des Ärgerns. Jetzt habe ich sie. Alles oder nichts. Zeit für ein kleines Täuschungsmanöver. Zwecklos, sich umzustellen, wenn das überhaupt Verstellung ist. Wenn Sie nicht reden, spiele ich das Foto der Presse zu. Was? Auch wenn er nur Zeuge eines Mordes geworden ist, er ist untergetaucht. Ich bin mir sicher, dass die Presse ihn in der Luft zerreißen würde bei dem Ruf. Na gut, ich werde reden. Sie haben gewonnen, Herr Anwalt. Ja, Mann, das fühlt sich so gut an. Das Leben kann so schön sein. Ich liebe Phoenix in diesem Kommentarstil. Oh Gott. Warum schlagen Sie wie wild Löcher in die Luft? Nun, erzählen Sie mir von dem Mann, mit dem Sie in dem Hotel waren. Dieser Mann, er ist mein Chef. Red White, Präsident des Informationsdienstleisters Blue Corp. Red White? Informationsdienstleister? Nun, ich denke, man könnte Sie auch als Detektivagentur bezeichnen. Das war also der Mann, der in der Nacht des Mordes bei Ihnen war?
reden. Ich will nicht enden wie sie. Ach, auf einmal. Das ist in Ordnung. Ich werde Herr White persönlich befragen. Können Sie mir sagen, wo ich Blue Cop finden kann? Herr Red White, endlich! Endlich habe ich die Spur zu diesem Typen aufgenommen. Wenn April Mel es nicht getan haben kann, dann bleibt nur er als Täter übrig. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Erklärung des Pagen abgelegt. Jo, wir brauchen das auch nicht mehr. Diesen ollen Fatzke-Pagen. Oh Mann, warum verklicke ich mich jedes Mal, wenn ich hier nach Uhrzeit gucken will? Jo, ein bisschen Zeit bleibt noch, nie? Dann können wir direkt zu Blue Corp gehen. Und das machen wir jetzt auch besser. Besuchen wir unsere pinke Fritze. Was ist denn das hinten für ein Statue? Ist das die pinke Fritze nackt? Meine Augen! Schnell weitermachen und diese Statue ignorieren. 7. September, Blue Corp Inc., Büro des CEO. Ach ja, und da ist ja auch dieser, das Bild von diesem Strohhutmann da. Was soll diese surreale Ausstattung? Willkommen! Würden Sie bitte in Ihrer Person zu geringen Titel nennen? Was zum? Ihren Namen, wie heißen Sie? Pinke Fritte. Ich habe erkundungshalber nach Ihrem Titel gefragt. Wright. Phoenix Wright. Erkundungshalber? Herr Wright, richtig. Okay, verstehe. Prächtig. Vielleicht habe ich Sie ein wenig mit meinem gigantösen Vokabular eingeschüchtert. Was hat der für ein Problem? Ich bin Red White, CEO von Blue Corp. Sie wissen, Corporate Expansion Official. Ich muss mir von dir nicht beibringen lassen, wie Englisch geht. Nö. Und jetzt kläre ich auf, warum ich ihn Gott nochmal pinke Fritte nenne. Es ist halt erstens wegen seinen Klamotten pink und wegen seinem Namen Red White. Rot-Weiß. Wer denkt da nicht automatisch an Pommes mit Ketchup und Mayo? Deshalb pinke Fritte. Meine geschäftlichen Unterfangen eröffnen mir Kontakt zur Elite der Elite. Und hör gefälligst auf, hier mit deinen Zähnen zu blinkeln. Das ist ja unerträglich. Deine Zähne sind nicht mal komplett weiß. Die sind leicht gelblich. Pfui! Deswegen bin ich es nicht gewohnt, mit verbal Eingeschränkten zu sprechen. Was für ein Spinner! Lassen Sie mich raten. Sie sind ein Anwalt, der gerade mit dem Studium fertig ist. Das ist die einzige Erklärung, warum Sie einfach so ankommen, um mich zu treffen. Was meint er denn damit? Egal. Also, was möchte ein so mächtiger Anwalt von einem Mann wie mir? Schande! Die Arroganz dieses Typen sprengt ja jedes Maß! Oh Gott, ey! Ich hasse diese pinke Fritte! So etwa! Pfui, Teufel! Frau May ist eine Mitarbeiterin von Blue Corp, nicht wahr? Korrekt! Sie war meine Sekretärin! Es war ein Schock zu hören, was sie getan hat. Was sie getan hat? Sie meinen die Wanze? Genau! Sie wird dafür bezahlt, ans Telefon zu gehen und nicht fürs Abhören. Teil ihrer Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln. Aber ich verstehe Ihnen, dass wir nichts Illegales dulden.
Es ist unsäglich, dass sie das getan hat. Und es ist mir klar, dass ich mich wieder verlesen habe. Ich hasse diesen Typ. Klingt so, als möchte er Frau May zum Sündenbock machen. Mordnacht. Waren Sie in der Nacht des Mordes im Hotelzimmer von April May? Wer weiß. Ich achte nur selten auf triviale Details wie Ort und Zeit. Mein Motto lautet, sorg dich nicht, sei glücklich. Dennoch, Herr White, der Hotelpage hat ausgesagt, dass er sich eindeutig an Sie erinnert. Egal, der Page kann sagen, was er will. Ich werde nicht mit Ihnen reden. Wenn Sie mit mir reden möchten, dann rufen Sie mich in einen Zeugenstand. Obwohl ich bezweifle, dass Sie dazu in der Lage wären. Er bringt da eigentlich eine gute Frage auf. Warum hat er die Anklage Ihnen nicht... Scheiße! Warum hat die Anklage ihn nicht als Zeugen aufgerufen? Er hätte dasselbe sehen müssen wie April May. Die Polizei, die Gerichte sind für mich Spielzeuge. Sie dienen nur meiner Unterhaltung. So, jetzt Blue Corp. Was für eine Formel ist Blue Corp eigentlich? Oh, ausgezeichnete Frage. Jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für die Firma. Wir kaufen und verkaufen diverse Informationen. Wir sind ein Unternehmen der Zukunft. Man könnte sagen, wir sind die Zukunft. Informationen verkaufen? In nur 10 Jahren habe ich dieses Unternehmen zu diesem großartigen Büro aufgebaut. Ach, falls Sie sich gefragt haben, würde Blue Corp nach der Farbe Blau benannt. Ich, Red White von Blue Corp, habe sie als Gründer und CEO so genannt. Und warum? Natürlich, weil ich die Farbe Blau mag. Fantabulös, nicht wahr? Und ich glaube, jetzt stelle ich wohl die meistgestellte Phoenix Wright-Frage über eine der meistgestellten Fragen überhaupt. Wenn er so ein Fanatiker von Blau ist, warum trägt er Pink? Das Bild. Es gibt da etwas, was mich beschäftigt. Ja, was sollte es denn sein? Das große Bild an der Wand dort. Wunderschön ist es. Na, Auge des Betrachters. Ich finde es ein normales Bild, aber wunderschön. Nee, hält sich in Grenzen. Wann haben Sie es bekommen? Wollen wir ein bisschen mehr Verdächtigung andeuten? Ich habe es schon mal gesehen. Wissen Sie, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen. Ach ja. Erst gestern, um genau zu sein. Und was wollen Sie damit sagen? Es ist ganz einfach. Das heißt, meine Frage ist einfach. Warum hängt dieses Bild an Ihrer Wand? Herr Wrong. Richtig. Wrong! Right. Es scheint mir, dass Sie Ihre Position hier nicht verstehen. Nochmal, wer sind Sie? Ein Anwalt? Nein, mein schwacher Freund. Bloß ein Anwalt. Nichts wert. Nullinger. Nicht nada. Genau wie diese Karikatur von Anwalt Grody Burger. Was? Er hat mich geschlagen! Und nun, Herr Rechtsanwalt, verklagen Sie mich jetzt etwa wegen Körperverletzung. Nur zu, ich freue mich darauf, denn man wird Sie schon sprechen. Was? Beachten Sie meine Darlegung. Die Polizei, die Gerichte, sie hören alle auf mich. Wie Sie meinen. Na, er wird ja richtig gewalttätig. Asoziale pinke Fritte. Aber ich frage mich, ob diese Art der Kontrolle wirklich möglich ist.
Ich erwarte nicht, dass sie das kapieren. Diese Welt liegt jenseits ihres Intellekts. Ich nehme an, sie kommen von Grody Burger, richtig. Herr Großberg. Ja? Dann müssen Sie ihn fragen, warum hängt dieses Bild von ihm hier? Vielleicht wird er es Ihnen sagen. Vielleicht wird er erklären, wie man nur für persönlichen Profit nehmen kann. Geh jetzt, verzieh dich, mehr gibt's nicht zu bereden. Okay, besser schnell weg von dieser Fritze. Aber erstmal kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.